Vielleicht können wir den Butter, das kaputte Butterfass dort Von der einbauen. Größe her würde das schon passen. Aber wozu? Ist es kaputt? Okay, wo zum Henker kriegen wir einen Zylinder her? Das lässt sich so leider auch nicht beschleunigen. Man nennt es auch den Fluch von Paradox City. Vielleicht hast du ja einen Zylinder für die Zeitmaschine da drüben. Hey, Rocco! Howdy, Rufus! Ich muss zum Timeport. Das geht nicht. Es ist sowas wie ein Familienerbstück. Ist doch Schiebung. Es gehört der alten Goal. Gehörte. Sie hat es meinem Vater überlassen. Alter, das ist doch. Was? Man kann mit meinem Opa nicht argumentieren, Rufus. Warte mal kurz. Was machst du denn hier? Ich bin eine mysteriöse Stimme aus deiner Erinnerung. Was? Seit wann denn das? Gefällt es dir nicht? Doch, es ist ganz lässig. Mit wem redest du denn da? Ruhe da hinten. Hast du einen Tipp, wie ich an ihm vorbeikomme? Nicht wirklich. Er war der störrischste Mensch, den ich je kennengelernt habe. Das ist aber nicht besonders hilfreich. Du hast recht. Sorry. Jetzt komme ich mir irgendwie dumm vor. Mach's gut. Ach du Schande. Ach du Schande. Alles gut bei dir? Wieso? Ich habe einen Ach Geist nicht. gesehen. Was war noch gleich deine Frage? Ja. Du kannst mir offensichtlich nicht weiterhelfen. Tut mir leid, Kumpel. Hey, Rocco. Howdy, Ruf. Wo sind meine Freunde noch gleich? Auf der Farm der alten Einsiedlerin. Halte dich einfach beim. Okay, Kannst du das die wissen wir Portale schon. reparieren? Beunruhigend, nicht wahr? Portale haben. Gibt es. Nicht, dass ich. Und du findest bestimmt. Wie mein? Ich muss. Und ich sage, es ist sowas und Familie. Ja, schon wieder. Yay! Was? Und? Hast du schon eine Idee? Ich dachte, du hättest eine! Hab ich aber nicht. Und was treibst du dann hier? Du hast recht. Sorry. Ist ja seltsam. Immer wieder nett von ihm zu hören. Du benimmst dich sehr. Du kannst mir auch. Tut mir leid. Okay, mit ihm haben wir schon geredet, mit ihm haben wir schon geredet, mit ihm haben wir schon geredet. Rita. Hallo Rita, was gibt's Neues? Verschwende nicht meine Zeit. Bestell was, mach mir einen Antrag oder mach den Tresen für den nächsten Fall. Die braucht einen Antrag. Ah, Rocco, ja, hier. Was hältst du von Rocco? Den können wir von der Maschine ablenken. Aus der Werkstatt? Jung, athletisch, Arsch zum Reinbeißen. Kurz, nicht meine Liga. Aber du hast mich doch auch angebaggert. Nicht so laut. Muss ja nicht jeder wissen, wie verzweifelt ich bin. Tja. Ich glaube, ich passe. Das höre ich häufiger. Ich sollte mich... Sie passt. Also, sie traut sich nicht. Uff, Hier kommen wir auch nicht weiter, oder? Ich hätte dann noch eine Frage. Na klar, lenk mich nur weiter ab. Es geht ja nur um unsere Zukunft. Gibt es schon irgendwelche Fortschritte? Wie denn, wenn ich ständig mit irgendwelchen Belanglosigkeiten aufgehalten werde? Ich dachte, der Fortschritt lässt sich nicht aufhalten. Ich lass dich mal wieder arbeiten. Nein.
Ich hatte schon. Okay, dem ist auch nicht zu helfen. Mal mit ihm reden. Vielleicht traut er sich ja wieder anzusprechen. Audi Rufus. Ich glaube, ich kenne da jemanden, der dich macht. Sehr gut. Glaubst du? Aber ja. Sie hängt wie eine überreife Frucht am Baum des Lebens und wartet nur darauf, dass du ihr einen Antrag machst. Das kann ich mir kaum vorstellen. Sie hätte doch was gesagt. Unsinn. Sie will natürlich, dass du den ersten Schritt machst. Aber gleich ein Antrag? Wäre das nicht überstürzt? Frauen wollen überstürzt werden. Welche Frau würde sich auch mit einem dir einlassen, wenn sie Zeit hat, drüber nachzudenken? Also ran an den Speck, sonst schnappt ihn dir ein anderer fort weg. Und die zweite Maus kriegt nur noch Käse. Aber ich hab doch gar keinen Ring. Und einen Frack für die Hochzeit habe ich auch nicht. Lass das mal meine Baustelle sein. Deine ist, dir die richtigen Worte für deinen Antrag zu überlegen. Kleiner Tipp, ich bin hier, du bist hier, Schnabeltier. Wirkt manchmal Wunder. Aber, oh je. Das kommt uns doch bekannt vor. Okay, wir brauchen einen Frack und wir brauchen einen Ring. Der kann uns nicht weiterhelfen. Wer hat hier Ringkenntnisse? Komm, Kitty, Kitty, Kitty. Komm schon. Wer kennt sich hier mit Fracks und wer mit Ringen aus? Nick Chronicle? Weiß jetzt, womit ich deinen Opa beschäftigen kann? Ich verkupple ihn mit dieser Bedienung aus dem Diner. Was? Du kannst doch nicht einfach meinen Opa mit einer Fremden verkuppeln. Doch, das kriege ich hin. Du kannst mir vertrauen. Sag das bitte nicht. Immer wenn du das sagst, passiert etwas Schlimmes. Architekt. Ich kann mir bestimmt einen Ring architektieren. Huhu, ich hätte da noch eine Frage. Na klar, lenk mich nur weiter. Es geht ja nur um uns. Oh, Tatsache. Weißt du zufällig, in welcher Zeit ich einen Frack und einen Hochzeitsring finden kann? Eine Hochzeit? Und für so einen Schmus reißt du mich aus meiner wertvollen Arbeit heraus? Was könnte wichtiger für die Zukunft sein als Familienplanung? Du hast recht. Ich sehe Spielplätze, Schulen, Kindertagesstätten und Parkflächen für Kinderwägen direkt vor den Biomärkten. Klingt paradiesisch. Einen Moment. Ja, nein. Ja, natürlich. Vielleicht habe ich die Information, die du brauchst. Aber jedes Wissen hat seinen Preis. Mein Informant möchte als Gegenleistung erfahren, wie die neuen Huttrends aussehen. Huttrends? Warum dreht sich heute alles um Huttrends? Kannst du es in Erfahrung bringen oder nicht? Ja, Moment, da war was. Ach du Schreck, die Huttrends. Wie war denn das nochmal? Man trägt jetzt Glatze. Ich gebe das mal so weiter. Flüster. Großartig. Mein Informant lässt seine Zweifel ausrichten. Ohne einen Beweis für diese kühle Behauptung kann ich dir leider auch nicht verraten, in welcher Zeit Frack und Ring zu finden sind. Der neueste Trend sind extravagante Hüte. Versuchen wir mal alles aus. Ich gebe das mal so weiter. Mein Informant, ohne einen Beweis für diese... Das wird wahrscheinlich bei allen so sein. Die machen einen schlanken Fuß. Ich gebe das mal so weiter. Mein Informant lässt seine Zweifel aus, ohne einen Beweis... Warnhütchen vielleicht? Ich gebe das mal so weiter. Großartig. Ich habe aber schon einen Plan.
seine Zweifel ausrichten. Ohne einen Beweis für diese kühne Behauptung kann ich dir leider auch nicht verraten, in welcher Zeit Frack und Ring zu finden sind. Aluhüte sind jetzt in. Kein Zweifel. Auf jeden Fall. Aluhüte sind sehr in. Das kann ich bestätigen. Die sind sehr im Trend momentan. Mein Informant lässt seine Zweifel ausrichten. Ohne einen Beweis für diese kühne Behauptung kann ich dir leider auch nicht verraten, in welcher Zeit Frack und... Ich sollte vielleicht noch mal Recherchen anstellen. Ja, tu das. Ich lass dich mal wieder... Na endlich, ich hatte schon... So, ja, der Bauarbeiter, der hat hier die Herz. Das hat uns, glaube ich, so gesagt und man sieht es auch, glaube ich, ein bisschen. Und er braucht ein Erdnussbutter-Sandwich. Vielleicht kriegen wir die Erdnüsse jetzt überredet, dass sie mitkommen. Erdnüsse. Für die Liebe. Das haben wir ja einen Grund, weil der Roots-Magazin uns. Damit sie heiraten können. Für die Liebe. Für die Liebe. Ja, ja, so weit war die Frage. Wie genau? Ich will Rita mit Rocco verabreden. Ah, sehr gut. Rocco McChronicle aus der Werkstatt? Ich finde ihn nett. Ein Traumpaar. Was ist, Jungs? Wollen wir uns für die Liebe opfern? Ja. Ja. Für Rita und Rocco. Für die Liebe. Na los. Worauf wartest du? Nimm uns mit und mach Erdnussbutter aus uns. Für die Liebe. Für die Liebe. Für die Liebe. Und Stampf. Wir eignen uns übrigens hervorragend, um Erdnussbutter herzustellen. Wir sind lecker und bekömmlich. Gut zu wissen. Leider ist das Butterfass kaputt. Naja, aufgeschoben ist ja nicht aufgehoben. Du schaffst das, Rufus. Wir müssen erstmal das Fass reparieren. Hat hier jemand Müsli bestellt? Ich weiß jeden. Wie reparieren wir denn jetzt das Erdnussbutterfass? Da hat aber jemand mal... Wer kann den Erdnussbutterfässer reparieren? Ja. Kannst du den uns reparieren, Rocco? Wäre eine Idee. Das hier ist doch eine Werkstatt, oder? Ertappt. Vielleicht hätte ich das Werkzeug besser verstecken sollen. Reparier mal. Ach, heil. Was ist das denn? Wonach sieht's denn aus? Ich würde auf einen vorsintflutlichen Zylinderkopf tippen. Da die Zeitreisenden ja alle aus der Vergangenheit kommen, wundert mich das gar nicht. Reparieren lohnt sich da wohl nicht mehr. Aber zufällig habe ich einen Ersatzzylinder auf Lager. Okay, und mit dem können wir die Erdnüsse stampfen. Behalt ihn ruhig. Das erste Ersatzteil geht bei uns immer aufs Haus. Komisch. Bei mir geht das erste immer ins Nachbarsfenster. Sehr schön, mit dem Zylinderkopf können wir die Erdnüsse. Wie sieht's aus, Jungs? Lust auf einen Tapetenwechsel? Na logisch! Geht los, Alter! Yippie! Zylinderkopf mit Erdnüssen. Und wenn wir es jetzt in die Zeitmaschine einbauen, können wir noch nicht mit der Zeitmaschine fahren. Aber wir haben Erdnussbutter. Der würde hier genau hineinpassen. Aber warum sollte ich mein neues Butterfass verschwenden, um unaufgefordert fremde Autos zu reparieren? Ich bin doch hier nicht der nette Onkel vom Automobilclub. Vielleicht Milch noch mit rein und dann... Und jetzt Butter stampfen. Aber ja doch. Ich könnte den Motor benutzen, um Butter für mich zu stampfen. Was hat er gesagt? Nicht dazwischen quatschen. Ich glaube, jetzt wird's spannend. Ach, ihr Guten. Ich werde euch vermissen. Wieso? Wo gehen wir hin? Ins Paradies. Hey, ist das ein Art Karussell? Was geht los?
tötet die Diebe. Euer Opfer wird nicht umsonst gewesen sein. Erdnussbutter. Ja, lecker. Durch den Motor gedreht. Das erinnert mich an die Pausenbrote, die ich damals immer Wenzel geklaut habe. Tja, wir haben ein Erdnussbutter-Sandwich. Damit ab zu ihm hier, dann kriegen wir die Heads. Und dann kriegen wir Frack und Zylinder wahrscheinlich. Und Ring. Hat hier jemand ein leckeres Erdnussbutter-Sandwich bestellt? Ja, lecker. Hier, behalte ruhig das Magazin. Ich habe es eh schon zum dritten Mal durchgelesen. Da ist sogar etwas Motoröl in der Butter. Wie Mama es mir immer gemacht hat. Bah. So, hier das Herzmagazin. Für den Architekten. Verschwende nicht meine Zeit mit diesem nutzlosen Tant. Ich habe hier eine Zukunft auszugraben. Okay, oder auch nicht. Mal gucken, was in der Zukunft so in Mode ist. Turbane? Echt jetzt? Okay, reden wir mit ihm. Na klar, Link, es geht schon. Ich suche noch. Ich hab meinen Inform. Und ich hab. Easy Man, man trägt jetzt Turban. Ach ja? Das klingt mir ziemlich weit hergeholt. Hast du einen Beweis dafür? Oha. Hörling? Und erst dann der. Erst dann der ja. Seher. Das dürfte wohl reichen. Mein Turmband. Mein Informant ist zufrieden und er weiß tatsächlich, wo du diese Gegenstände findest. Ich zeichne dir die entsprechenden Koordinaten auf der Karte ein. Hurra. Da, und jetzt verschwinde. Wir haben die Portalkarten. Na dann. Der wollte doch mit uns. Hey Vince. Kannst du mich da hinbringen? Lass mal sehen. Ja, das sollte möglich sein. Und meine alten Knochen könnten ohnehin wieder etwas Abenteuer vertragen. Hurra. Lassen Sie sich nicht foppen, mein Freund. Es gibt keine Abenteuer bei einer deterministischen Zeitreise. Pappalapapp, hör nicht auf die Leute. Es würde mir im Traum nicht einfallen. Auf geht's. Check. Kationenkonzentrator. Check. Hämorrhoidenring. Check. Oh, ich bin ja so aufgeregt. Meine Prostata kribbelt geradezu. Und auf geht's. Zwischen klein deine Zeitmaschine. Sie ist smaller und sie inside. Cool, nicht wahr? Na, komm schon auf Opas Schoß. Und los geht's. Oh, Schreck. Oh nein, nicht schon wieder. Gleichzeitig. Ja, ich war heute schon mal hier. Beziehungsweise, es kommt noch auf mich zu. Der Turban, die Bowlingpoliermaschine, alles steht schon wieder hier. Benutzt an seinem Platz, ohne meine Fingerabdrücke. Oh je, das macht die Sache natürlich ein bisschen komplizierter. Noch komplizierter? Nicht schon wieder. Der deterministischen Zeitreise. Als du vorhin hier angekommen bist, waren wir bereits weg. Das heißt auch, dass wir nicht abreisen können, bevor alles wieder genauso ist, wie du es nachher vorgefunden hast. Und was passiert, wenn ich doch etwas verändere? Das kommt ganz darauf an. Ist dir bei deinem letzten Besuch zufällig ein Aschehäufchen aufgefallen, genau da, wo wir jetzt gerade stehen? Wie wär's damit? Ich hole meine Sachen und versuche anschließend alles genau so herzurichten, wie ich es später vorgefunden habe. Das wäre begrüßenswert.
Okay, er hat auf jeden Fall einen Turban getragen. Ja, Schreck, jetzt sind wir wieder hier. Oh nein. Müssen wir jetzt im Ernst jetzt hier auf dem... Wir müssen noch mal hier rumlaufen. Mit entsprechend noch die, wir brauchen jetzt Frack und Ring noch mal einsammeln, dass das... Oh Gott, nein. Bitte nicht. Ich war so froh, dass ich hier von diesem Jahrmarkt weg bin. Ja, richtig, Rufus. Das ist genau die richtige Bewegung. Ja, okay. Ich würde mal sagen, wir machen erstmal eine kleine Aufnahmepause. Dann geht's im nächsten Part oder, in der nächsten, oder gleich weiter. Ach du Schreck. Das erste habe ich ja schon entdeckt. Der muss einen Turban aufsetzen, soweit ich weiß, oder nicht? Oder hat der eine Glatze? Ich glaube, der hat eine Glatze, der hat keinen Turban dabei. Großer Gott. Ja, ich mache eine Aufnahmepause. Bis gleich oder bis bald. Ciao, ciao. Okay, na dann schauen wir mal, wie wir hier weiterkommen. Willkommen zu einer neuen Aufnahme nach der Aufnahmepause. Mit Vince, wir mit dem reden. Noch nicht. Vergiss nicht. Alles muss so hergerichtet sein, wie du es nachher vorfinden wirst. Ich denke an nichts anderes. Und wie weiß ich, was, wie das war? Ich habe das doch alles schon wieder vergessen. Wie war es denn? Okay, reden wir mit dem Seher, vielleicht weiß er etwas. Kennen wir uns? Na klar, du bist doch das Pfeifenkopfmännchen, der Wahrsager aus Porta Fisco. Und gerade vorhin, als wir uns getroffen haben, hast du genau dasselbe gesagt. Obwohl, das kommt ja erst noch. Oh, warte mal kurz. Du, Vince, wäre es sehr dumm, jemanden anzusprechen, der mich heute Abend noch nicht kennen wird? Ja. Das wäre tatsächlich sehr schlimm. Habe ich etwa vergessen, das zu erwähnen? Ja, hast du. Na, dann ist ja gut, dass du noch daran gedacht hast. Ja, nicht? Oh ja. Je. Oh je. Hallo. Kannst du vielleicht einfach mal vergessen, dass wir uns gesehen haben? Nicht, wenn du dich so seltsam verhältst. Ach komm schon, es ist wirklich wichtig. Das Einzige, was ich für dich tun kann, ist dir die Zukunft voraussagen. Okay, na dann. Ah, wir müssen ihm die Kugel klauen, er hatte keine Kugel. Das war's, das... Ich wundere mich die ganze Zeit, irgendwas stimmt hier nicht. Die Kugel. Er hatte definitiv keine Kugel, deswegen mussten wir ihm auch seine Glatze polieren, damit er in der Kugel was sehen kann. Wir müssen ihm definitiv seine Kugel klauen. Wird es jemals wieder eine Zukunft geben? Das werden wir gleich haben. Na, noch ein Portal. Seltsam. Ich bekomme keinen Empfang. Was aber alles Mögliche bedeuten kann, oder? Tja, oder? Oh je. Werde ich mich in ein Häufchen Asche verwandeln? Das werden wir gleich haben. Na, seltsam. Ich bekomme keinen Empfang. Was aber alles Mögliche bedeuten kann, oder? Tja, oder? Oh je. Tja, also... Wirst du vergessen, dass ich hier war? Dazu brauche ich nicht in die Kugel zu gucken. Die Antwort lautet... Nein. Mist. Welche sind die Huttrends der Zukunft? Ein nicht unwichtiges Anliegen. Ich befrage die Kugel. Murmel. So ein Karlauer. Kleine Zwischenfrage. Glaubst du, es gibt hier irgendwo einen Wrack und einen Ring? Erheiternd, dass du das fragst. Ich bin sogar überzeugt davon. Sehr gut. Oh nein. Warum kommt mir das nur so bekannt vor? Tja, ich habe schlechte Neuigkeiten.
Die Zukunft der Hutmode ist in ständiger Bewegung. Ich erkenne nur ein Wort. Warnhütchen. Kannst du damit etwas anfangen? Ja, irgendwie läutet da was. Aber was? Wir haben uns das selbst gesagt. Also Rufus hat sich das selbst... Rufus aus der Zeit hat das durch den... Er hat gesagt, also die Information, dass es hier Ring und Frack gibt, ist nur durch Rufus und durch... Es kann sogar sein, dass es hier gar keinen gibt. Ach du Schande. Wieder Hutmode. Nochmal? Naja, warum nicht? Ich befrage die Kugel. Ich dachte mir schon sowas. Tja, ich habe schlechte Neuigkeiten. Die Zukunft der Hutmode ist in ständiger Bewegung. Ich erkenne nur ein Wort. Bauhelme. Kannst du damit etwas anfangen? Ja, irgendwie läutet da was. Aber was? Ich will's gar nicht wissen. Das ist eine weise Entscheidung. Okay. Wir stürzen uns mal rein ins Chaos. Ah, okay. Er hat einen Frack an, den wir ihm abnehmen müssen. Und ihm brauchen wir seine Kristallkugel. Finger weg! Diese Kugel ist meine Existenzgrundlage. Und meine Existenzgrundlage ist, dass du die Kugel nachher nicht mehr hast. Das ist mir wurscht. Mist. Okay. Okay, das bringt nix. Ich glaube nicht, dass wir die Kamera einfach wegnehmen sollten. Vielleicht reden wir erstmal mit dem Totengräber. Oh, das Naken. Warte mal kurz. Wir müssen davon überzeugen, dass er das Laken nimmt. Stopp! Das ist meine Schaufel. Nur Totengräber mit der Lizenz zum Schaufeln dürfen die benutzen. Ach, nur hab dich doch nicht so. Und ihm müssen wir auch irgendwie das Ding wegnehmen. Scharfkantiger Müll. Ich hoffe, da passiert noch was, bevor ich hier nachher abstürze. Hey, stopp! Die Farbe brauche ich, um die Leichen zu präparieren. Aha. Die wecke ich lieber nicht auf. Wenn sie mich wiedererkennen, ist der ganze schöne Determinismus am Arsch. Aber er wird mich doch safe erkennen. Das ist doch... Ja. Schwierig. Hallo Fremder. Falls du keinen Termin hast, in einer halben Stunde könnte ich dich dazwischen schieben. Allerdings ohne Waschen. Ich bin kein Kunde. Oh, das hatte ich gehofft. Die wenigsten machen ihre Termine selbst. Du kommst mir bekannt vor. Unmöglich. Ich habe ein famoses Gesichtsgedächtnis. Das braucht man in meinem Job. Als Prophet? Als Totengräber. Es kommt zwar nicht oft vor, dass Kunden zurückkommen, aber wenn, sollte man das frühzeitig erkennen. Prophet wollte ich allerdings auch mal werden. Leider fand mein Vater, dass der Job keine Zukunft hat. Wie so vieles heutzutage. Genau. Aber Totengräber werden immer gebraucht. Tja. Glaub mir, es kommt der Tag, an dem du ein Prophet wirst. Und woher willst du das wissen? Bist du etwa ein Prophet? Ob ich Prophet bin? Wer kann denn da schon Nein sagen? Du Glücklicher. Wir könnten die Jobs tauschen. Ich ein Prophet? Ach, das wäre zu schön. Aber ich kann einen Job als Totengräber nicht vernachlässigen. Ich mach das. Ich muss noch diesen Grabstein zu Ende meißeln und das Grab dort ausheben. Ich wollte etwas vorarbeiten. Dummerweise weiß ich nicht, wer in diesem Grab landen wird. Da hast du ja Glück, dass zufällig gerade ein Prophet vorbeigekommen ist. Ich werde in diesem Grab landen. Und das
Das irritiert dich gar nicht? Ich habe in diesen Tagen weitaus irritierendere Dinge erlebt. Die Herrensauna auf Elysium ist der Spitzenreiter. Dann muss das Grab ja jetzt nur noch ausgehoben werden. Wenn du es schaffst, bräuchte ich nur noch das passende Outfit und wir sind im Geschäft. Das kriegen wir hin. Eigenes Grabschaufel? Meine leichteste Übung. Das kriegen wir hin. Kann ich mir dein Zeug ausleihen? Geduld, mein Freund. Noch bist du kein Totengräber. Zeig mir, was du an der Schaufel kannst und bring mir ein Prophetenoutfit. Dann können wir weiterreden. Alles klar. Immer dieser Leistungsdruck. Cooles Outfit. Das ist die traditionelle Robe eines Totengräbers. Da kriegen wir auch Zylinder und ich dachte, du willst Frack von Ivan. Das ist in jedem Fall ein Symbol der Trauer. Ich verschwinde. Tüdelü.